Rügen bietet nicht nur für Urlauber in der Sommerzeit Strand- und Badevergnügen. Auch für uns Jäger bietet die Insel mit ihrem enormen Wildreichtum ein unvergessliches Erlebnis. Wir befinden uns bereits am Brunftplatz und ich begleite heute Andreas bei seiner ersten Dammhirschjagd mit der Kamera. Nachdem ich hier gestern bereits einen guten Schaufler strecken konnte, ist er nun an der Reihe. Am Rumpfplatz ist schon reger Betrieb. Einige Hirsche zeigen durch ihr charakteristisches Rülpsen, dass die Brunft in vollem Gange ist. Wir sehen im dichten Bestand auch zwei gute Schaufler, die sich einen heftigen Kampf liefern. Dementsprechend vorsichtig geht es zum Hochsitz. Die wachsamen Augen des Kahlwildes, welches überall im Bestand steht, sind nicht zu unterschätzen. Deshalb will jede Bewegung wohl überlegt sein. Der Brunftplatz liegt zwar nur 50 Meter vor uns, ist aber wegen der Dichte des Bestands nur schwer einsehbar. Wir sind jedenfalls, auch wenn es ziemlich lange gedauert hat, ungesehen auf den Hochsitz gekommen. Nun heißt es erst einmal schauen, was passiert. Ein paar jüngere Hirsche sind auch am Brunftplatz. Vielleicht ist ja ein passender Knieper für Andreas dabei. Die Tage zuvor hatte er schon an anderen Stellen gesessen, aber nur Zukunftshirsche oder Spießer vor sich gehabt. Es sollte halt ein Knieper sein. Wir brauchen gar nicht so lange zu warten. Da taucht auf einmal ein passender Hirsch auf. Ich hatte vorher nur eine kurze Bewegung im Bestand gesehen und spreche den Hirsch als passend an. Los, mach dich fertig. Doch Andreas Geduld sollte noch auf eine harte Probe gestellt werden. Der Hirsch muss nicht nur passend stehen, sondern es muss auch gerade in dem Moment eine passende Lücke zum Schießen vorhanden sein. Auch wenn ich mit der Kamera nur einen Meter neben Andreas sitze, ist mein Blickwinkel ein gänzlich anderer als seiner. Sehe ich den Hirsch scheibenbreit stehen, hat er einen Baum davor, der ihn an einem sicheren Schuss hindert. Auch für mich als Kameramann eine harte Zerreißprobe. Gute Absprache ist nun wichtig, will ich seinen Abschuss doch gut auf die Kamera bekommen. Gestern hatte die Absprache zwischen Kameramann und Schütze leider nicht so gut funktioniert. Doch dann ist es endlich soweit und Andreas kann einen guten Schuss platzieren, der den Hirsch nach kurzer Flucht zu Boden gehen lässt. Nun ist die Freude groß, aber auch die Aufregung. Der ganze Hochsitz ist am Wackeln. Jetzt hält Andreas aber nichts mehr. Er will verständlicherweise seinen ersten Hirsch in Besitz nehmen.
Das ist Dammwildjacht auf Rügen. Ja. Hirsch tot. Weidmanns Heil, Andreas. Weidmanns Dank. Und gefällt er dir? Ja. Ja. Ein Geburtstagshirsch. Danke. Schön. Da freue ich mich. Ja, kann man auch. Hat's doch neu geklappt. Erstes Stück Dammbild. Ja. Als er kam, war ich ganz ruhig. Aber nach dem Schuss, da kommt die Aufregung erst richtig hoch. Kann ich verstehen. Mir ging's gestern genauso. Ja. Super. Ja, sehr schön. Schwacher Knieper. Starker Schuss. Schuss ist perfekt, ja. Ja. War eine 9 tief. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Danke. Das freut mich noch mehr. Andreas, Weidmanns Heil zum ersten Dammwirt. Weidmanns Dank. Gut gemacht. Ja, da freue ich mich riesig. Da freue ich mich echt riesig. Ja, ich mich auch. Am letzten Tag doch. Ja. Letzter Andelt. Für uns war es die erste Dammwildbrunst, die wir erleben durften. Aber es wird sicherlich nicht die letzte sein. Weidmanns Heil.